Der DJV ist auf der Grünen Woche, weil wir ein Rieseninteresse daran haben, hier unsere Arbeit der Öffentlichkeit vorzustellen. Wir haben dieses Jahr unter das Themenjahr Niederwild gestellt. Und dazu gehören insbesondere auch die Bodenbrüter. Die Bodenbrüter sind erheblich natürlich durch die Intensivierung in der Landwirtschaft bedroht, aber auch durch Beutegreifer, sogenannte Prädatoren. Und deshalb jagen wir auch Prädatoren, um das Gleichgewicht auch herzustellen und die Bodenbrüter zu schützen. Und wir möchten gleichzeitig nicht nur diese Prädatoren töten, sondern dann auch entsprechend nutzen. Und deshalb machen wir deutlich, dass zum Beispiel Fuchsfelle, Waschbärfelle und Ähnliches verarbeitet werden können, damit genutzt werden können. Wir nutzen die Grüne Woche weiterhin dafür, dass wir in Gespräche mit Interessierten, aber auch mit Kritikern eintreten, um sie über die Gesamtzusammenhänge in unserer Landschaft informieren können. Wir informieren über die Vermarktung von Wild, aber gleichzeitig über unseren Anspruch als anerkannter Naturschutzverband, dass wir eben nicht nur das Wild schützen, das jachtbares Wild ist und nutzen, sondern dass wir auch alle anderen Arten in der Natur, Pflanzen oder Tiere, durch Naturschutzmaßnahmen begleiten und damit ein Überleben in unserer Natur ermöglichen. Der Deutsche Jachtverband hat als anerkannter Naturschutzverband die Zielsetzung, in unserer Kulturlandschaft einen Artenreichtum zu erhalten und dazu insbesondere Netzwerke zu schaffen und Trittsteine für die Tiere zu schaffen, indem wir zum Beispiel Wildpflanzen zu anderen Zeiten sehen, damit sie nicht in Brut- und Satzzeiten geerntet werden. Wir können damit erreichen, dass das Wild dann dieses als Esungsfläche nutzt. Wir können damit erreichen, dass sie genutzt werden können außerhalb der Brut- und Satzzeiten von den Landwirten. Und wir können sie nutzen, um dann auch dort zu bejagen, Wildarten, die man in großen Maisschlägen und Ähnlichem sonst nicht erreichen kann, aber die Regulierung des Wildes vornehmen muss. Die generelle Zielsetzung in diesem Jahr ist, dass wir wissenschaftsorientiert und praxisorientiert auch Forschung machen, weil wir sehen, dass bestimmte Tierarten in den vergangenen Jahren stark abgenommen haben, wie zum Beispiel Rebhühner, wie zum Beispiel Fasanen, wie zum Beispiel Hasen. Und wir machen ein Wildtiermonitoring seit über 20 Jahren, damit wir Vergleichszahlen haben. Aber wir machen auch Forschungsprojekte, wie unter anderem mit Wildpflanzen. Welches sind optimale Mischungen, um den Tierarten zu helfen, zu überleben, auch nach schweren Wintern. Auch wenn in bestimmten Regionen Monokulturen stattfinden, ist es unsere Aufgabe, wieder diese Trittsteine in der Natur zu schaffen.